musst du genauer sagen, was du meinst. Also ich habe da nicht verstanden. Okay. Ich würde das hier weiter. Es gibt irgendwo eine Forschung, wo dir sagt, du hast mehr Logistikplätze. Mal gleich mal schauen. Ich brauche jetzt kein 200 Sprengstoff hier in der Tasche. Lieber nehme ich mir Zahnräder 100. Das ist 200 Sprengstoff und tue den Sprengstoff wieder weg. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Die zwei Module sind nicht wichtig. Die sind nur dazu da, um das Ganze schneller zu machen. Du brauchst erstmal die anderen Sachen. Die roten Sachen musst du herstellen. Achso, ich habe jetzt 100 von den Dingern. Wow. Ich könnte jetzt einfach dauernd hier stehen und werde beliefert. Habe ich ja auch hier. Auch geht's. Ich müsste das echt nur mit den Kisten machen. Die von überall bringen die das irgendwie her. Das ist krank. Hier ist alles zu wenig und die bringen einfach alles her. Da, 100 schon wieder. Da, nimm dir nur. Einzige, was jetzt fehlt, sind Kupferkabel. Die habe ich natürlich nicht. Ja doch, hier habe ich sie. Bitteschön. Da brauchst du hier Montagemaschine. Montagefabriken oder Maschine, wie die heißen. Wo sind die denn? Da. Montagemaschine 1. Endlich. So, jetzt suche ich mal Logistiksystem da. Spieler Logistiksystem Inventar. Erlaubt den Spieler Gegenstände im Logistiksystem anzufordern. Diese Gegenstände werden damals mittels Logistikmotor zu ihm transportiert. Nee, das stimmt nicht. Ah, er hält 5 zusätzlich. Gut, das ist es. Geil, ich könnte die ganze Produktion noch perfektionieren hier. Ach, hier sind die ganzen Dinger hier. Hier werden die hergestellt. Ui, ich muss das echt machen, hier so schön. Ich werde das noch schöner machen, hier mit dem Ganzen. Wird alles hergestellt, gell? Wie ist das in diesen... Geht es hier wirklich schneller? Vier Geschwindigkeitsmodule. Ich habe noch nie solche gebaut hier. Ich baue jetzt ewig diese ganzen Module. Ich teste es mal. Dadurch, dass diese Montagemaschine 3 automatisch Geschwindigkeitsmodule braucht, ist sie dann auch schneller?
oder stellt sie nur aus 6 Bestandteilen her? Muss ich da ein bisschen reinfummeln, Tupa? Das ist schon alles ziemlich komplex. Ja, genau, so will ich es ja auch machen. Wenn Überproduktion ist, hier so eine Kiste hinklatschen. Kann man das, warte mal, vergleichen? Herstellgeschwindigkeit 1,25, Herstellgeschwindigkeit 0,75, 0,5. Ah, doch, okay, ja. Ich habe vergessen, da gibt es auch noch hier ganzen Dinger hier, die Infos. Ich würde auch mal so eine Maschine sehen in Action. Ja, jetzt hat eine habe ich. Wisst ihr, wo die ist? Junge, blinkt die da? Zwei sogar schon. Boah, und dann kannst du auch noch Module rein tun, 4 Stück. Wahnsinn. Ja gut, die Grünen werden sich eh wieder schnell füllen. Dann noch diese anderen Module mit der Geschwindigkeit. 30% oder so. Was nicht mehr läuft, ist der intelligente Greifarm hier hinten. Ich weiß nicht, was da schief gelaufen ist. Hier. Wo ist die Produktion von dem Scheiß? Oder doch, es geht noch, gell? Nö, ist alles gut. Ist sie auch voll jetzt oder fehlt was? Ach, Kupfer fehlt hier, okay. Ich finde es eigentlich cool, immer so hinzugehen. Ich schaue, was fehlt und was hin tun. Automatisierung ist schon geil, aber so ein bisschen noch hier, ne? Was selbst tun ist auch cool. Danke dir für keine Kappa. Schlaf gut, Rico. Schlaf gut, mein Freund. Wieso? Liegt schon am Ding, gell? Liegt schon am Kupfer hier, dass es nicht durchkommt. Weil ich jetzt auch so viel anfordere. Ja, wir brauchen noch mehr. Wir brauchen noch in Massen Kupfer. Wir brauchen noch in Massen Kupfer, Leute. Ich sehe es ja hier. Da müssen wir das noch ein bisschen anders machen.
Hier ist dann noch so einer, aber jetzt haben wir natürlich diese Dinger nicht mehr hier. Aber Schalke, jetzt habe ich eh da. Das geht ja richtig krass schnell. Und da, stellt euch mal vor, wenn ich das auch noch mit diesen 4 Modulen voll mache, ich werde wahnsinnig. Das geht ja dann. Ziu, ziu, ziu. Boah, da kann man ja so viel basteln noch und fummeln. Ich überlege schon, was ich noch alles machen könnte. Wie schaut es eigentlich hier aus in der, bei der Front? Unserem neuen System, da ist irgendwas voll. Ist voll. Nee. Hier und. Ja, das ist eh gestoppt hier, deswegen. Oh du Scheiße, beide Kisten? Ja, beide Kisten voll, dann haben wir ja ein bisschen Reserve. Schaut es mit Batterien aus? Glaube ich fehlt Kupfer, gell? Ja, alles gut. Alles gut. Wir könnten ja auch ganz schnell einfach irgendwo hinfliegen, Kupfer holen oder so. Also mit den Robotern, wenn ich irgendwo eine Ader finde, es verbinden würde. Aber ich bin jetzt gerade sehr interessiert an diesen ganzen Maschinen hier. Zack. Schau, ich krieg hier immer. Was ist denn hier los? Was ist hier passiert? Boah. Oida. Nee. Der kommt nicht hinterher. Das habe ich ja noch nie gesehen. Das ist das erste Mal hier überhaupt, dass ich das Spiel spiele. Was haben wir denn an dem Spielstand? Hier sieht man das, glaube ich. Warte, 33 Stunden stand da gerade. Aber das erste Mal generell, dass ich das Spiel überhaupt spiele. Ich entdecke jetzt alles neu, deswegen. Deswegen kann ich mich für jeden kleinen Scheiß hier noch begeistern. Wow. Das ist ja krank. Das ist ja krank, was hier abgeht. Gut, genauso wie die es mir liefern können, können es auch Dreck liefern, aber... Es passt ja. Es ist ja jetzt, das Band ist jetzt voll. Das sind noch die ganzen ersten Schritte, die ich hier mache. Wow, krass. Also könnte ich das, ja, lohnt sich zwar nicht, aber trotzdem. Wenn es da ist, damit muss schnell gehen. Stahl fehlt. Ui, Stahl fehlt, stimmt. Aber blaue haben wir jetzt erst einmal. Ja gut, ohne Eisen keine Stahlproduktion. Wir müssen mehr Eisen durchlassen. Der klaut Eisen, jeder klaut Eisen. Wir hatten ja vorhin zu viel Eisen, deswegen. Aber läuft, läuft. Also wir haben wirklich viel gemacht hier. Aber wenn man das Spiel kennt und weiß, was man noch machen kann, geht natürlich noch viel mehr. Was haltet ihr davon, wenn ich hier die... Ja, das Fließband schneller macht durch das Rote, aber... Mit dem... Bringt es was? Rotes Fließband? Zum Eisen, damit es schneller geht? Was sagt ihr?
ist jetzt nicht optimal rausgeholt, weil ich habe ja noch viele Sachen. Schön ist es jetzt nicht geworden, aber... Ja, Thor hat vorher einiges erzählt davon. Soweit ich mich noch richtig erinnern kann. Sechs neue Erze, uiuiui, echt, ist es euch schon zu einfach? Krass, ja gut, zu zweit kann man auch fast doppelt so viel entdecken wie alleine. Ich bin ja noch hier am rumtüfteln. Wieder was zu tun. Klingt gut, ja. Stimmt, der Multiplayer ist ja was anderes dann wieder. Ist euch das schon zu langweilig geworden? Heftig. Ich bin immer nur hier in der ersten Welt am Tüfteln. Ist es hier so verwirrt? Ui, da nicht so viele Dinge noch habe hier. Ups, wenn ich schon da bin. Bitteschön. Viel Spaß. Ich bekomme eh gleich wieder welche. Ich wollte das Band komplett rot machen hier. Ja, vielleicht, weil man halt die Ressource sonst nicht braucht, hat er sie in den Motten eingebunden. Können wir vorstellen. Nee, was ist denn? Wieso nimmt das denn nicht 1 zu 1 zum anderen? Penner. Kopier's doch einfach, mach da nicht. Nein! Oh. Ja, ist für mich auch zu dunkel. Ja, ich sehe nichts. Ich stelle mal ein paar auf, aber ich vergesse dann immer den Rest herzustellen. Dreh dich. Nein, geh nach unten. Alter. Warum? Das will mich anscheißen. So. So. Ja, genau. Und jetzt tu es. Ich dachte immer, das ersetzt es 1 zu 1. Wenn man das so hinbaut. Anscheinend doch nicht. Nee. Tut's nicht.
Dreh doch um. Macht's gar nicht. Mit R. Geht das? Das hier? Wieso macht das denn nicht andersrum? Check ich gerade nicht. Der macht das immer verkehrt rum. Das soll nach unten gehen. Also nach rechts. Ja, genau. Genau, aber hier macht das dann nicht. Habe ich es falsch, wenn ich das Fließband ausgewählt habe? Ich wollte doch das rote Fließband haben. Das musst du immer manuell nochmal machen, gell? Das Rohr kurz weg. So, dann könnte ich ja jetzt theoretisch. Bauen wir jetzt noch mal kurz 5 von denen und dann baue ich das hier. Keine Ahnung, was das bringt, was ich da mache, was ich jetzt mache, aber. Ich brauche noch mehr Öfen dann. Da kann ich noch Öfen herstellen. Ich wollte halt nur das Eisen schnell unten haben, weil ich die ganzen blauen Bänder habe. Greifarme, die das wegnehmen. Falls ich irgendwas Rotes vergesse, einfach kurz Bescheid sagen. Ich. Werde das bestimmt noch oft vergessen. Und die Ecken hier muss ich, glaube ich. Muss man die Ecken jedes Mal neu setzen? Selbst manuell? Ich glaube, da.
Wieso habe ich hier das zweimal drin überhaupt? Jetzt können wir weitergehen. Wow. Moment. Ach, das geht einfach weiter. Das ist ja was anderes. Das passt schon. Geht hier rein ums Metall. Keine mehr, nee. Mal schauen, ob das überhaupt was bringt hier. Ob das was ausmacht. Ich glaube, ich habe den. Dann geht mir das Metall aus, bestimmt. Das wäre es. Wow! Von einem anderen Band weggerutscht gerade. So, ich habe keine roten mehr. Ich hoffe, das sehe ich nachher noch, wenn irgendwas fehlt für lauter Bänder hier. Das war doch schon ein Riesenprojekt hier mit dem. Fast schon in der Hauptbasis hier. Habe ich keine mehr unterirdischen? Doch, hier habe ich noch. Na ja, gut, dann. Würde ich halt eh noch welche brauchen. So, den Scheiß kann ich ja wegnehmen hier, ne? Haben wir gesagt. Den habe ich umsonst gebaut, habt ihr gemeint. Wieder weg. Nee. Ach komm. Frohe Ostern, Banana Joe. Dir auch. Dir auch, mein Freund. Bin noch gar nicht richtig bei Ostern angekommen, das ist bei mir erst so richtig, wenn ich dann ins Bett gehe und wieder aufstehe. Nee, schon. Nee, falsch rum.
Kannst nicht pennen. Das ist scheiße natürlich. Was hast du gemacht für Schweinereien, dass sie dich schlafen lassen? So viele Ecken hier und Kanten. Ich hoffe, ich kann jetzt danach wieder alles aktivieren hier, was die Produktion angeht. Mit Eisen hier. So, wir haben noch ein bisschen. Wir haben noch ein bisschen. Die zweite Route muss hier noch voll sein. Der rote Splitter da auf der ist auf der falschen Seite. Der da? Oder habe ich noch einen Splitter hier? Gesehen. Schauen wir mal, was du sagst. Ich könnte noch ein paar herstellen hier. Denn ich ohne bleib. Ist das richtig? Ich sehe nichts. Jetzt ist richtig. Das ist alles rot. Das möchte man nicht bauen. Das tut. Warum lässt es mir hier nicht bauen? Ja, ist doch schön mit deiner Freundin zu sitzen, oder? In der Küche. Macht doch nichts. Wenn sie sich nicht schlafen lässt. Ist doch schön. Ist ja froh, dass sie bei dir ist. Es ist ganz wichtig, dass sie bei dir ist. Also hört sie auch, was für Schweinereien ich hier erzählt, wa? Ob das so gut ist? Das sind die allerersten Bänder, die ich jemals gebaut habe hier in dem Spiel. Deswegen sind die vielleicht nicht so optimal und ich ersetze sie jetzt nur durch die schnellen. Ob es jetzt schlau ist, was ich hier mache, weiß ich nicht. Ich mache aber einfach. Kann ich alles nicht sagen. Du hast gesagt, irgendwo ist ein Splitter falsch. Schauen wir mal. Also, ich habe es mir vorgenommen, wie ich halt Lust dann habe.
Alles klar, dann ja. Ihm viel Spaß bei der Eiersuche. So, jetzt kann ich auch wieder abzwacken lassen hier, oder? Wenn das Band so schnell ist, müsste es ja theoretisch hier es auch wieder erlauben. Okay, du hast gesagt, der hat null Wirkung, aber welche ist es denn jetzt echt? Der ist doch richtig rum, der teilt's auf das. Kriege ich das noch hin, dass es hier... Gut, das ist egal, ob es auf zwei Seiten... Hier wäre es halt geil, wenn es auf zwei Seiten wäre. Etwas oben drüber. Warte. Jetzt muss schon richtig rumlaufen. Rechts, da müsste ich Verteidigung haben, ja. Hier? Da läuft es auch richtig. Ach, das hier. Ach Gott, du meinst diesen scheiß Stau, dieses dumme Stauband hier. Das da. Okay, hat echt keine Wirkung. Weil es fehlt Kupfer. Ich habe, glaube ich, das Bild sogar noch. Mach so einen Ausgleich, wie ich dir gezeigt habe. Hier. Dass hier beide Bänder sind. Oder ist das nicht hier so ein Ausgleich, den du mir gezeigt hast? Ich dachte, ich hätte hier so einen gemacht. Aber er ist, glaube ich, auf der falschen Seite. Kann das sein? Müsste den doch einfach auf die andere Seite setzen, oder nicht? So, glaube ich, so ungefähr wolltest du mir das damals zeigen, dass du es versucht zumindest. Du, was schreibst du? Genau der von, nee, ich dachte, gleich der andere Seite aus. Okay. Das ist ja geil, dann kann ich auch mit den schnellen Armen das machen. Schön. Wird halt sofort wieder weggenommen hier. Das ist schon krank hier. So, jetzt haben wir ja immer noch kein Kupfer. So, wir müssen irgendwas durch die Dinger. Ich brauche noch so ein paar Fabriken hier. Wir
Wir müssen irgendwas, irgendwo Kupfer herfliegen lassen. Wir sind jetzt sehr schnell und müssen echt schauen, dass wir Kupfer herkriegen, noch mehr. Kupfer kommt jetzt zwar an von beiden Seiten. Aber da ist ja nichts mehr. Kupfer ist hier schon ausschauen. Aus, aus, aus. Das waren unsere Kupferreserven hier, die ersten. Und die Reserven sind auf der anderen Seite. Sicher Eisenbahn? Nicht verbinden mit den fliegenden Dingern? Oder schnelle Bänder über Kilometer Strecken weg? Du meine Güte, was ist denn das hier alles? Na, Eisenbahn, Wände werden auf eine Else angegriffen. Achso, weiß ich gar nicht. Und Eisenbahn schien nicht, oder was? Es ist ja hier wirklich noch Kupfer, ja. Bisschen ist noch, aber die zwei können nicht so viel machen. Aber da bin ich echt froh, dass wir das mit Strom heute gemacht haben, hier endlich mit dem blöden. Der blöden Kohle jedes Mal aus und dann komplett im Dunkeln stehen, ist echt böse. So, aber ich würde sagen, wir machen eine Pause, Jungs, Mädels. Machen wir auch später weiter. Ich bin auch müde und mache dann nach 12 Stunden Spielen hier eine Pause. Ich sag nochmal auf jeden Fall hier Dankeschön für die Tipps, die ihr mir gegeben habt. Besonders Thor hat mir auch viel geholfen. Und auch Sniper Eis, weiß nicht, ob er noch da ist. Zackling ist, glaube ich, schon ins Bett. Die drei mir echt viel geholfen und die anderen auch. Für die ganzen Tipps. Vielen herzlichen Dank. Und das finde ich ja das Schöne am Stream. Man kann das Spiel auch alleine spielen, klar, in Ruhe, ohne Stream, aber dann ist es eine ganz andere Art von Spiel. So ist es toll. Mich kaum vorher informiert, einfach das Spiel gestartet, kurz gesehen, dass es mir gefallen würde und dann mit euch zusammen das aufgebaut. Das ist super, das macht so Spaß. Aber jetzt ist es schon spät, ist ja Ostersonntag
Und ja, die Zeit ist hier um eine Stunde nach vorgedreht worden. Bei uns fehlt hier eine Stunde. Normal ist es ja erst 4. Normale ist es ja erst 4. Am Monatsende ist ja bald. Tun wir es auf den nächsten Monat verschieben. Lassen wir den ersten Monat die Ratenzahlung aus. Dann danke fürs Zuschauen, danke für die geilen Tipps, habe ich ja gesagt. Danke für die Follows und für die Unterhaltung hier im Stream der letzten 12 Stunden, dass ich das den ganzen Schmarrn nicht alleine machen musste. Und dann weiß ich ja nicht, ist jetzt überhaupt jemand noch da, den ich hosten kann oder so? Ja, ist eh schon sehr, sehr spät. Ja, Krawalinski ist glaube ich da. Posten wir den mal. Dann, ja, schlaft schön, träumt süß und wir lesen und hören uns später. Bei was werden wir noch sehen? Ich poste immer fleißig. Und falls ihr die Folge verpasst habt und noch irgendwas nachschauen wollt, ich werde sie da auf jeden Fall noch schneiden und auf YouTube hochladen. Dann könnt ihr das zeitnah, glaube ich, in 12 Stunden oder so sehen. Mal gucken. Oder später. Dann, ja, sage ich nur Servus, pfiat euch und macht's gut, schlaft schön, träumt süß und wir sehen uns an Ostersonntag, also heute später, in ein paar Stunden. Gute Nacht und viel Spaß beim Eiersuchen. Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Viel Spaß beim Eiersuchen. So, also echt cooles Spiel, muss ich euch sagen. Echt very nice.